Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich meine Geschichten bekommen, die ich im Glossy Sale gekauft habe. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Der Glossy Sale war irgendwie, das ist ja immer so heimlich halbwegs, also man wird da weder über Newsletter noch irgendwie sonst drüber informiert. Das ist ja quasi so eine Art Mund-zu-Mund-Propaganda oder du achtest drauf, hey, was ist da gerade auf der Glossy Homepage los? Andernfalls kommst du da nicht drauf und da ich jetzt nicht jeden Tag auf die Glossy Homepage gucke, bedanke ich mich von Herzen für alle lieben Nachrichten, wo ich darauf hingewiesen wurde, hey Claudi, es ist Glossy Sale. Ich habe ein bisschen spät zugeschlagen und konnte dann nur noch eine Mystery Glossy Box Men und das Oster Special 2018 bestellen, aber zu einem Ultraschnapppreis. Ich war enorm begeistert und ja, in diesem Video wird es auch aufgrund dieser Begeisterung, die ich hatte, eine Verlosung geben. Und ja, ich habe mitbekommen, am, ich glaube, 27.03. oder so, das müsste der Freitag sein, beginnt das nächste Osterspecial für 2020 bei Glossybox. Nicht verpassen, direkt im Kalender notieren und auf jeden Fall dran denken. Ja, denn die Osterspecials sind eigentlich immer ziemlich cool. Letztes Jahr hatten wir ein Ei. Und das habe ich noch bekommen. Das Jahr davor gab es ganz viele Eier. Die habe ich leider nicht mehr bekommen. Aber jetzt habe ich sie bekommen im Sale für einen ultra günstigen Preis. Aber wir gucken uns erstmal an, was in der Mystery Glossy Box Men drin ist. Die ist ganz schön schwer. Und die ist ganz schön hübsch, muss ich gestehen. Also das Muster, was da drauf ist, gefällt mir ganz gut. Und ich würde sagen, wir gucken doch einfach mal relativ schnell hinein. Ich bin auch gespannt, welche das ist. Denn ich habe ja die ein oder andere auch schon mal bekommen. Tausche gegen graue Tristesse gegen gepflegtes Strahlen. Nee, tausche graue Tristesse gegen gepflegtes Strahlen. So, das ergibt Sinn. Wenn dich in der kalten Saison Matschwetter, der innere Schweinehund und deine eisernen Vorsätze herausfordern, stärken dir die Essentials deiner neuen Glossybox Men den Rücken. Sie kümmern sich um das Wohlbefinden deiner Haut, die Pflege deiner Haare, einfach um deinen Look and Feel. Viel Spaß beim Entdecken und Ausprobieren wünscht dir dein Glossybox Men Team. Und genau wie bei der Glossybox Young hast du hier hinten drauf die Produkte stehen. Jo. Nett. Gucken wir uns mal an. Ja, hier kommt direkt ein sehr männlicher Duft raus. Oh Gott, sehr, sehr frisch, mentholig, nach Zahnpasta. Männermaske, 48 Stunden Soforteffekt, Feuchtigkeitsturbo und Regeneration. Da weiß ich genau und ganz direkt, wer die bekommt. Das sind 2x5 ml, das sind 2 Anwendungen von Schäbens. Ziemlich cooles Teil. Dann habe ich hier drin Dove Men and Care Sport Active and Fresh. Da wird sich mein Freund drüber freuen. Ein Deo ist nie verkehrt und er macht ja aktuell auch Sport. Die Box habe ich übrigens nicht bekommen. Also die kommt mir gerade nicht ganz so bekannt vor von dem, was ich hier gerade habe. Braukmann Sportdusche Kräuterkosmetik. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Von Hildegard Braukmann eine Sportdusche. Duschvergnügen mit luftig weichem Schaum, mediterran frisch und belebend im Duft. Vitalisierende Efeu-Extrakte und rückfettende Aktivstoffe. Stoffe pflegen Haut und Haare, pH-hautneutrale Formulierung, Haselnuss große Menge auf die feuchte Haut auftragen. Ich glaube, jeder weiß, wie man sich duscht. Riecht wirklich sehr kräuterig. Sehr interessant. Sehr interessant. Oh Gott, aber irgendwie geil. Es riecht so ein bisschen nach einem Saunaaufguss. Keine Ahnung. Ja, eine Zahnpasta, ne? Da will ich gar nicht viel drüber reden. Die armen Männer haben sie jetzt auch in der Box. Supermint Zahnpasta von Happy Brush. Die Firma mag super sein, die Zahnpasta mag super sein, aber packt sie nicht in eine Box mit rein. L'Oreal Elvital Energy Pflegeshampoo. Wow, Haare-Experte. Okay. Zitrus, Leichtigkeit und Glanz, langanhaltende Frische für normales bis schnell fettendes Haar. Jo, auch das ist ganz nett für Männer mit Haaren. Nicht jeder Mann hat noch Haare, muss ich mal so sagen. Es riecht wirklich zitrisch und ist aber jetzt nicht irgendwie speziell für Männer. Also dementsprechend kann auch definitiv eine Frau dieses Shampoo verwenden. Michse. Genau, ja, ist okay. Aber Zitrus mag ich eigentlich nicht so gerne. Ich werde schon Verwendung dafür finden. Und dann haben wir hier Unisex. Ach, das finde ich gut. Söckchen von Snox. Größe 43 bis 46, die kriegt mein Freund. So große Füße habe ich nicht. Ich habe 41. Und er hat, ich glaube, 44. Oh, gut, dass ich die Schuhgröße meines Freundes nach 14 Jahren weiß. Ja, aber das finde ich ganz cool. Invisible Socks, also das sind quasi, ach guck mal, hier hinten sogar mit so einem Gummivieh. Das ist quasi nicht rutscht, das finde ich cool.
Findet ihr bestimmt auch cool. Ist grau, ist schön, fühlt sich hochwertig an, gefällt mir. Socken in der Beautybox, auch irgendwie was ganz Spezielles. Das war die Box, hat mir gut gefallen. Und ihm hoffentlich auch. Mal gucken, mal gucken. Ich schreibe es in die Infobox rein, was er behalten hat, was er nicht behalten hat, was ich behalten habe, was wir behalten haben. Ne? Du kriegst es nie wieder so rein, wie die das reingepackt haben. Also mal wieder Hut ab für die Menschen, die diese Boxen packen. Ne? Ein logistischer Aufwand. Kommen wir zu den Ostereiern. Übrigens mit meinem Code, den ich dir hier mal einblende, kannst du die Glossybox ein bisschen günstiger abonnieren. Wenn du den nimmst und darüber die Glossybox abonnierst, kann ich auch Glossy Points sammeln. Das finde ich immer sehr, 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 sehr lieb, wenn ihr das macht. Denn so bekomme ich dann halt auch Boxen günstiger oder auch mal so ein Special, dass ich mir das holen kann und so. Deswegen vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Und da ich das einfach gerne zurückgeben möchte, werde ich genau diese Kiste, die ich jetzt hier auspacken werde, diese Ostereikiste, an einen von euch verlosen. Alles, was du dafür tun musst, steht unten in der Infobox. Oder nee, machen wir es so. Die Videoaufgabe ist, dass du mir irgendeinen osterlichen Smiley in die Infos schreibst. Vor allem in die Kommentare schreibst. Das fände ich ziemlich cool. Okay, so, ne? Das möchte ich nämlich dann irgendwie doch schon so ein bisschen wieder zurückgeben, den Dank. Ja, das ist die größte Glossybox, die ich jemals in meinen Händen gehalten habe. Wenn man die Adventskalender mal außer Acht lässt. Aber das ist halt eine richtige Glossybox. Hat halt einen richtigen Deckel. Ich bin super gespannt. Also ich habe natürlich zig Unboxings darüber gesehen, ne? Also das muss man ja wirklich sagen. Es ist so riesig. Es ist so eine geile Box. Es freut mein Herz schon wieder. Okay. Ein Ei ist aufgegangen. Mensch, Leute, was ist das denn hier? Das machen wir schnell wieder ins Ei. Ich möchte meinen Überraschungsmoment bitte haben. Bitte. Ich mache schnell das Ei zu. Ich habe gar nichts gesehen. Ich finde es so herrlich. Hier hast du den Flyer, wo halt entsprechend drinsteht, was drin ist, mit Fotos, jo, und Preisen. Und irgendwie ist dieses Ei auch verrutscht. Ach Leute, was ist denn hier mit meinem Überraschungsmoment? Ich hätte den jetzt gerade gerne gehabt. Voll schön. Ich will das auch irgendwie gar nicht weitergeben oder so. Normalerweise gebe ich die roséfarbenen und klassischen Glossyboxen immer an meine Stiefschwiegermama in Spee. Und eigentlich wollte ich auch diese große Box geben, aber hier sind auch die Eier drin, ne? Eigentlich möchte ich das auch irgendwie schenken, weil das so cool ist. Keine Ahnung. Wir fangen jetzt einfach mal mit diesen rosa Eiern. Ihr wisst garantiert, was drin ist, wenn ihr euch noch 2 Jahre zurück erinnern könnt, aber wir gucken jetzt einfach mal zusammen rein und genießen das Ganze mal. Produkt Nummer 1 ist von Hey Honey ein Produkt. Das wusste ich gar nicht mehr. Show Your Glow. Collodial Gold and Honey Beauty Mask. Geil, das ist eine Maske Anti-Aging. Made to smooth, firm and hydrate your skin. Das finde ich ja cool. Das ist eine Pöttchenmaske. Das finde ich super. Das wird ausgetestet. Oh nein. Läuft in einem, nein, 01/20/21 läuft die ab, deshalb, das heißt, ich muss die echt mal zügig benutzen. 1 bis 2 Mal pro Woche kannst du die benutzen und du machst dir einfach das aufs Gesicht, lässt das für 10 bis 15 Minuten drauf und machst sie dann runter. Ja, mit einem Waschlappen. Genau. Ich freue mich voll. Oh Mann, das ist geil. Richtig geil. Hey Honey, ist ja eine gute Marke, Leute. Riechst du nichts durch. Super. Das hatte ich gar nicht mehr im Hinterkopf, dass das auch mit drin ist. Muss ich ehrlich sagen, finde ich klasse, gefällt mir. Geil. Ein Nummer 2. Das ist so herrlich, ne? Es hat einfach so ein Logo drauf. Und das ist so ein grau-grün irgendwas. Gedünkt. Glaube ich. Oh ja. Mitchell & Peach Fine Radiance Face Oil. Das ist ein Gesichtsöl, was ich ziemlich cool finde. Ja. Hatte ich auch schon mal. Gesichtsöle sind immer so eine Sache für sich. Es sind 20 Milliliter drin. Ich gucke hier vorsichtig drauf, ob ich hier irgendwo ein MHD sehe, aber eigentlich steht hier nichts mit drauf. Nö, deswegen finde ich ganz gut, gerade wenn es ein bisschen kälter draußen ist. Gut, jetzt dieses Wochenende war es ziemlich warm bei uns, aber ja, ne, wenn es draußen ein bisschen kälter ist, dann kann ich Gesichtsöle verwenden. Wenn es wärmer ist, dann wird meine Haut wieder ein bisschen öliger und ist nicht mehr so trocken, dann kann ich es nicht mehr verwenden. Aber ich muss mal gucken. Ansonsten weiß ich, dass es ein ziemlich teures Produkt ist und ich das einfach mal aufbewahren werde bis zum Winter. So, jetzt haben wir wieder ein rosa Ei. Ich habe übrigens gesehen, dass diese Eier damals 70 Euro für Nicht-Glossys gekostet haben und 50 Euro für Glossys. Ich habe sie für deutlich weniger bekommen, Leute.
echt krass. Aber gut, dafür ist es halt nicht mehr aktuell und der Hype ist vorbei in dem Sinne. Baya Paris. Gommage Nuit à Pondicherry. Ein Body Scrub. Genau. Ein Körperpeeling. Körperpeelings sind immer gut. Und das hier ist mit Lotus und Ingwer. Interessant. Belebend und gleichzeitig angenehm duftend wegen diesem Lotusgedöns. Das finde ich schön. Es ist niedlich, ne? Es ist wirklich niedlich. Es ist ein ganz kleines Pöttchen. Also das hat man ja ruckzuck leer. 60 Milliliter sind hier enthalten. Ich mache es jetzt nicht auf. Nein, ich mache es jetzt nicht auf. Der Versuchung widerstehe ich jetzt einfach mal. Werde ich aber demnächst verwenden und dann siehst du es im Aufgebraucht-Video. Jo, finde ich ganz cool. Kommt jetzt aber direkt unter die Dusche, würde ich mal so sagen. Wobei in meinem aktuellen Namen ein bisschen ist noch drin. Ein bisschen ist noch drin. Das heißt noch ein, zwei Mal und dann kann ich das hier verwenden. Schmeiß es durch die Gegend, ist vollkommen in Ordnung. Auch dieses Ei hatte sich eben schon geöffnet. Und zwar haben wir hier drin von Mana Kada. Mana Kada hat mein Lieblingspuder hergestellt. Ja, was wir auch schon mal in der Box mit drin hatten und wo ich von der lieben Marion ganz, ganz viele Vorräte bekommen habe. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Richtig, richtig geil, weil es einfach gut ist. Und hier haben wir jetzt tatsächlich einen Primer. Mega. Feier ich. Wenn das genauso gut wie das Puder ist, raste ich aus. Wirklich. Finde ich klasse, wird verwendet und ich weiß nicht, da steht jetzt nichts mit MHD drauf, deswegen gehe ich da einfach mal von aus, dass ich das jetzt auch einfach aufmachen kann und verwenden kann. Kommt dann demnächst in ein First Impression New Make-up oder so mit rein. Finde ich gut. Echt gut. Was soll der überhaupt machen? Runaway Ready. Ja. Keine Beauty ohne Basis. Schaffe sie mit diesem Primer, der eine matte, seidig glatte Grundlage für dein Make-up zaubert. Ah, matt wollte ich jetzt eigentlich nicht so gerne haben, ne? Wird trotzdem getestet. Das vorletzte Ei ist Altrosa. Yay! Was eine geile Farbe. Kia Tee London. Da hatten wir jetzt schon das ein oder andere Mal etwas in Glossyboxen mit drin und auch in Look Fantastic Beauty Boxen. Ich trage gerade einen Eyeliner von Kia Tee London, der aus der aktuellen Glossybox kommt. Ja. Mintgrün. Das ist so eine geile Farbe. Die werde ich mir nachher direkt drauf machen, weil mein Nagellack sich schon verabschiedet aufgrund von, ich habe heute Haushalt gemacht und viele Sachen hier geöffnet. Geil. Oh, was eine schöne Farbe. Hat sich jetzt natürlich ein bisschen abgesetzt. Muss man dann wahrscheinlich ein bisschen schütteln. Aber ist das nicht... Oh, ich mag dieses eisige Mintgrün. Es ist voll meins. Not for resale steht hier hinten drauf. Ja, komm. Passt schon. Ja, Nummer 466 ist, glaube ich, die Farbe. Oder, nee, Peppermintinity. Pepperminty. Ich raste aus. Ich finde die Farbe voll schön. Ich habe so gehofft, dass ich diese Farbe auch drin habe. Voll geil. So eine edle Geschichte. Mit diesem Schleifchen und so ein langes Festhalte-Moped. Voll geil. Ich bin gespannt auf das letzte Ei. Ne? Oh! Puh, was eine schwere Geburt, dieses Ding zu öffnen. Oslo Airlines. Okay, willkommen an Bord bei Oslo Airlines. Wir schicken eure Lippen auf Eiersuche zur Osterinsel mit Glossybox im Osterspecial-Anflug auf den Flughafen Matervi. International Airport Code IPC. Hä? Die Osterinsel liegt 3744 Kilometer vor der Küste Chiles, einsam mitten im Pazifik. Das ist ungefähr so weit wie von Berlin nach Kuwait. Ja, nur eben ohne Land dazwischen. Gute Reise. Ja. Das ist interessant. Das ist irgendwas. Das ist ein Lippenstift. Ein Lippenstift. Tierversuchsfrei. Ja. Ach, das war der. Der sieht aus wie so ein OB. Okay. Oh, schöne Farbe. Das ist ein schönes Nude. Das finde ich schön. Riecht süß. Sehr dezent, wenn man den jetzt so drauf hat. Schöne Farbe. Holla. Ich hatte ein bisschen Bedenken, dass es wieder so ein dunkles Rot ist. Aber nee. Coole, coole Farbe. Doch, das gefällt mir. Die Verpackung sieht natürlich nicht so ansprechend aus, um das mal ganz ehrlich zu sagen. Aber das Produkt, die Farbe, gefällt mir. Geilomat. Also, wie gesagt, ne, ich weiß nicht, ob du auch die gleiche Lippenstiftfarbe oder die gleiche Nagellackfarbe hast. Aber genau diese Box habe ich ein zweites Mal und die wird in diesem Video verlost. Alles, was du dafür tun musst, habe ich dir eben schon gesagt. Und ich finde das so schön. Das wird auch gleich das Thumbnail. Das würde ich voll happy. Ja, so nach dem Motto, Claudia reist in die Vergangenheit. Aber gut, nee, hat mir gut gefallen.
war cool wieder, dieses Glossybox-Sale-Abo-Gedönsen. Ich weiß nicht, wie ich das nennen soll. Das, was ich halt ja immer so ein bisschen fragwürdig hinterfinde, um das mal jetzt ganz ehrlich zu sagen, die Sachen sind dann ja angeblich immer ausverkauft. Also entweder sind das jetzt Retourenprodukte, sage ich mal, wo jetzt vielleicht der Empfänger nicht angetroffen wurde und die das deswegen in den Glossy-Sale gepackt haben, aber dann hätten die nicht so unfassbar viel von da gehabt, mal ganz ehrlich. Oder die haben jetzt Altbestände nochmal rausgekramt. Finde ich ein bisschen merkwürdig, oder? Weil eigentlich dämlich, weil die hätten doch vor 2 Jahren den Preis dafür bekommen. Keine Ahnung. Zerbreche ich mir auch nicht den Kopf weiter drüber. Ich bin froh, dass ich das für den günstigen Preis bekommen habe und feiere das Hardcore. Und ja, würde einfach sagen, wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist zu den ganzen Unboxings, meine Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!